Hallo zusammen, Leute, und willkommen zu meinem Schreibtischbericht aus dem Mai. Für alle, die meine Schreibtischberichte noch nicht kennen, die gibt es ja noch nicht so lange, die Videos bei mir auf dem Kanal. Ich berichte immer am Ende eines Monats, beziehungsweise am Anfang eines neuen Monats, was ich im letzten Monat so erlebt habe. Einerseits aus der Sicht des Schriftstellers, das heißt also, was habe ich selbst geschrieben, was habe ich überarbeitet, was habe ich veröffentlicht. Und auf der anderen Seite auch die Sicht des Lesers, das heißt also, welche Bücher sind neu bei mir eingezogen, welche Bücher habe ich rezensiert, welche Bücher haben mir besonders gut gefallen. Da werde ich auch ein bisschen dann was dazu erzählen. Anfangen möchte ich mit dem Schriftstellerteil. Erste Frage, was habe ich Neues veröffentlicht? Im Mai 2018 habe ich nichts Neues veröffentlicht, aber das ist auch nicht so überraschend. Die meisten Schriftsteller veröffentlichen nicht jeden Monat was Neues. Es gibt natürlich auch Ausnahmen. Man hat manchmal das Gefühl, Robert Korbers veröffentlicht jeden Monat was Neues. Es ist, glaube ich, nicht ganz jeden Monat, aber fast jeden Monat, dass er was veröffentlicht. Oder auch Felix Münter zum Beispiel. Aber das sind ganz andere Themen. Ihr seid ja hier bei mir auf dem Kanal. Was ich berichten kann, ist, was ich Neues getan habe im Mai. Einerseits habe ich einen Roman von mir überarbeitet. Und zwar den Roman Vita Eterna. Einige könnten ihn vielleicht kennen. Und zwar kam der Roman 2015, im Sommer 2015, beim Null Papier Verlag raus und lief da auch nicht unerfolgreich. Der Vertrag ist jetzt ausgelaufen und die Rechte sind an mich zurückgegangen. Und ich habe mir überlegt, was mache ich jetzt mit dem Roman? Und das allererste ist, ich habe ihn erst nochmal überarbeitet. Das heißt also, man entwickelt sich als Schriftsteller ja immer weiter, lernt neue Techniken kennen, bekommt eine neue Art, Geschichten zu erzählen, vielleicht noch eine bessere Art, wie ich hoffe zumindest. Und deswegen bin ich den Text noch von vorne ein bisschen durchgegangen und konnte so einige Sachen vielleicht noch ein bisschen, ich möchte es mal Feinschliff nennen, ja, so ein bisschen so einen kleinen Schliff geben. Eine andere Sache ist, dass damals im Nullpapierverlag leider kein Lektorat gemacht worden ist. Und ich denke mal, der Text Vita Eterna könnte schon noch ein Lektorat verbrauchen, um noch mal so ein kleines i-Töpfchen zu bekommen. Und das den Text vielleicht noch ein bisschen besser machen könnte. Da wären wir schon dabei, was plane ich mit dem Roman? An sich ist geplant, eventuell eine neue Verlagsveröffentlichung anzustreben. Im Moment liegt der Roman, das ist eine Leseprobe, gerade bei einem Verlag. Ich sage jetzt mal noch nicht welchen Verlag, weil ich ja noch nicht weiß, in welche Richtung die Sache dann gehen wird. Aber auf jeden Fall warte ich da im Moment noch auf Antwort. Ihr kennt das ja, wie das so ist. Ich habe das Anfang April hingeschickt und jetzt haben wir dann Anfang Juni. Das heißt, es sind dann ungefähr schon 2 Monate. Aber das ist bei einem Verlag ja nicht unbedingt lang. Manche Autoren warten ein ganzes Jahr lang, bis sie eine Antwort bekommen. Und dann ist es meistens sowieso nur ein passt nicht bei uns ins Programm, auf Wiedersehen. Ich werde mal schauen, wie lange ich dann drauf warte, weil ich habe auch die Idee, dass ich eventuell Vita Eterna zu einer Reihe umfunktionieren möchte. Und da spiele ich vielleicht auch mit dem Gedanken, es nicht in einem Verlag rauszubringen, sondern eventuell auch im Selbstverlag. Dafür würde sprechen, dass ich da natürlich freie Hand hätte, einerseits in der Gestaltung der Reihe, und andererseits auch im Turnus, wie schnell ein neuer Roman rauskommen kann. Ich hatte mir da überlegt, vielleicht einen Titel zu machen, der Abenteuer in La Mania heißen könnte. Abenteuer in La Mania sozusagen als Obertitel, weil La Mania ist die Welt, in der Vita Eterna spielt. Und dann als Untertitel kleiner Vita Eterna, also sozusagen als Episode in dieser großen Reihe Abenteuer in La Mania. Und als Titelbild dann eventuell vielleicht ein Bild der Helden, die dort eine Rolle spielen. Vita Eterna ist ein Roman, der viel Rollenspielcharakter hat. Das liegt daran, dass ich ihn damals geschrieben habe, das war so im Jahr 2008 ungefähr, habe ich ihn geschrieben und hatte ihn konzipiert als DSA-Roman. Beziehungsweise es war geplant, ihn eventuell dort zu veröffentlichen. Es hat dann nicht geklappt. Es lag hauptsächlich daran, dass ich damals als Schriftsteller noch viel zu unerfahren war und der Text einfach wahrscheinlich nicht gut genug und auch nicht gut genug nach Aventurien gepasst hat.
Was ich gemacht habe, ist, ich habe damals schon, das war so 2012 ungefähr, den Roman nochmal komplett überarbeitet und habe ihn aus Aventurien rausgelöst und habe etwas ganz Eigenes draus gemacht. Das heißt, eine eigene Götterwelt entwickelt, eine eigene Umgebung entwickelt. Es kommen natürlich trotzdem Elfen und Zwerge vor, aber die Elfen und Zwerge sind ein bisschen anders wie die, die in Aventurien existieren. Auch die Zauber sind ein bisschen anders. Ich habe da also einiges umgestellt und umgeändert. Und die Namen natürlich von den Städten, die da eventuell vorkommen, sind natürlich auch andere. Das wäre ja ein bisschen blöd, wenn dann auf einmal Städte vorkommen, die es in Aventurien gibt. Das wäre ziemlich dämlich. Und was aber geblieben ist, ist dieser Rollenspielcharakter im Sinne von, wir haben eine Heldengruppe und diese Heldengruppe verfolgen wir auf einem Abenteuer. Und ich finde gerade dieses Konzept, wir verfolgen eine Heldengruppe auf einem Abenteuer, bietet sich an sich eigentlich an, daraus eine Reihe zu machen. Vor allem, wenn die Charaktere das hergeben. Und ich finde, die Charaktere aus Vita Eterna geben das her. Also wir haben hier, ich stelle die Charaktere vielleicht einfach mal kurz vor, also wir haben Mayana, ist eine Elfe. Kallio ist ein junger Mensch und zwar eher so in Richtung Streuner, hat auch eine düstere Vergangenheit. Trixher ist ein Schelm, das heißt, er ist auch magisch begabt. Das ist wahrscheinlich die einzige Figur, zumindest dem Namen nach, Schelm, wo man eventuell den aventurischen Hintergrund noch ein bisschen erahnen könnte. Dann haben wir Ugolf. Ugolf ist ein Krieger, der in der kaiserlichen Armee gedient hat, aber dort ausgemustert worden ist. Und Redgasch ist ein Zwerg mit einem Putzfimmel oder Reinlichkeitsfimmel. Na, wie nennt man das, wenn Leute sich selbst immer rausputzen? Also das ist damit gemeint. Er flechtet seinen Bart, er achtet sehr auf Sauberkeit. Das ist Redgasch. Und diese Charaktere, also ich kann jetzt nicht zu viel dazu erzählen, weil dann müsste ich ein ganzes Video dazu machen und hätte ihm auch viel mehr Notizen machen müssen. Aber diese Charaktere sind sehr, sehr unterschiedlich. Und auch in ihrer Art zu sprechen, in dem Umgang miteinander. Also alleine deshalb, glaube ich, würde es eine Reihe tragen können. Und andererseits auch die Welt Lamania. Dort gibt es, oder habe ich mir zumindest schon überlegt, das kommt jetzt nicht alles im Roman Vita Eterna vor, aber da gibt es eventuell einige Möglichkeiten, die man noch einbauen kann. Einige Settings. Ich hatte mir da zum Beispiel so ein bisschen so ein Venedig im Fantasy-Bereich vorgestellt. Da gibt es vielleicht noch einige Sachen, die ich da vielleicht gerne machen wollen würde. Und Vita Eterna endet auch mit einem Ausblick auf die Zukunft. Das heißt also, Vita Eterna ist ein abgeschlossener Roman, aber es endet mit einem großen Ausblick auf die Zukunft. Man könnte sich schon denken, dass diese Gruppe jetzt wieder auf Abenteuer gehen wird. Und dieses zweite Abenteuer könnte man dann zum Beispiel schon mal schreiben. Also das ist im Moment die Planung. Ich habe also im Mai Vita Eterna überarbeitet. Und überlege jetzt, wenn kein Verlag da ist, der sagt, okay, er möchte es gerne machen, dass ich das eventuell im Selbstverlag mache. Also das ist jetzt vielleicht auch falsch ausgedrückt. Anders, ich hatte mir einen Verlag rausgesucht, bei dem ich es vielleicht gerne sehen würde, weil ich den Verlag an sich interessant finde und der auch tolle Bücher in der Vergangenheit gemacht hat. Und wenn es bei dem Verlag nicht klappen sollte, dann überlege ich mir ernsthaft, ob ich nicht in den Selbstverlag gehe. Bedeutet natürlich, Selbstverlag ist immer auch ein Risiko, weil man muss natürlich erstmal im Vorschuss gehen, das heißt, Cover muss gemacht werden, was Kosten bedeutet, ein Lektorat muss gemacht werden, was Kosten bedeutet. Also das sind so Punkte, die natürlich finanziell erstmal vorgestreckt werden müssen, aber ich denke mir, wenn man dann ein gutes Produkt abliefert und eine schöne runde Sache machen kann, dann wäre das auch, würde ich sagen, also für mich zumindest wäre es das wert. Was habe ich sonst noch schriftstellerisch im Mai gemacht? Ich habe eine Kurzgeschichte überarbeitet. Eine Kurzgeschichte zum weitesten Thema Intrige. Ich sage es jetzt mal Intrige oder finstere Machenschaften, vielleicht so. Mir wurde nämlich vom Manticore Verlag auf der Leipziger Buchmesse die Idee angetragen, dass sie gerne nochmal eine Anthologie machen möchten. Aus dem Manticore Verlag. Es wird ja jetzt eine Anthologie aus dem Manticore Verlag geben. Dazu erzähle ich dann im nächsten Schreibtischbericht mehr, also Ende Juni bzw. Anfang Juli. Und sie wollen noch eine Anthologie machen. Die ist aber noch geheim. Also da wird noch nicht viel dazu erzählt. Aber im weitesten Sinne habe ich da eine Kurzgeschichte gefunden, eine Idee gefunden, die da ganz gut reinpassen würde und habe deshalb die Kurzgeschichte geschrieben und sie nochmal überarbeitet und sie jetzt an den Manticore Verlag geschickt und die wurde da wohlwollend aufgenommen. Ich hoffe mal, dass sie dort dann auch gefällt und dann wird es sicherlich auch ein Lektorat geben zu der
Kurzgeschichte, das werde ich euch natürlich dann auch berichten. Und vielleicht können wir die Kurzgeschichte dann auch schon bald in Händen halten. Wäre natürlich toll. Details zur Kurzgeschichte kann ich jetzt nicht verraten, weil es ist ja eine Kurzgeschichte. Und bei einer Kurzgeschichte, wenn man da nur ein ganz kleines bisschen was erzählt, hat man schon fast die ganze Geschichte erzählt. Deswegen jetzt keine Details zu der Geschichte. Aber wenn das ein bisschen spruchreifer wird mit der Anthologie, kann ich euch natürlich gerne noch über die Anthologie an sich mehr erzählen, vor allem wann sie erscheint und so weiter und so fort. Was ist noch schriftstellerisch passiert? Ich war für den RPC Award nominiert. Am 12. und 13. Mai war ja die RPC in Köln, also die Roleplay Convention, die, ich würde mal sagen, einer der größten Rollenspieltreffen in Deutschland. Und da geht es nicht nur um Rollenspiel. Rollenspiel ist natürlich das Hauptaugenmerk. Da geht es aber auch um Brett- und Computerspiele, also auch Rollencomputerspiele hauptsächlich. Aber auch ein bisschen um Literatur, weil viele Verlage natürlich nicht nur Rollenspiele im Programm haben, sondern auch Romane. Beispiel wäre hier jetzt Ulysses mit DSA. Hauptsächlich natürlich Rollenspiele, aber auch DSA-Romane oder auch Romane aus anderen Bereichen. Der Manticore Verlag, für den ich selber schreibe zum Beispiel, hat ja auch Rollenspiele und Spielbücher, aber eben auch Romane. Und deswegen gibt es im RPC Award auch eine Kategorie Literatur und unter dieser Kategorie war ich nominiert. Ich war ziemlich überrascht, dass ich nominiert worden bin, denn es werden nur 16 Bücher nominiert und diese Bücher sind teilweise schon aus einer sehr hohen Kategorie, also soll heißen Markus Heitz, Bernhard Hennen, Bernd Perplies, das sind die Namen, die man dort so liest. Und da hätte ich nicht gedacht, dass ich da in diesen Olymp aufsteigen darf, schon zumindest. Da der RPC Award im Endeffekt dann ein Publikums-Award ist, das heißt also, die Nominierten werden zwar von der Jury zusammengestellt, aber danach entscheidet das Publikum, war es natürlich schwierig, neben so berühmten Namen zu bestehen. Und es war auch so, dass ich nicht gewonnen habe. Es haben andere gewonnen, die es auch sehr verdient haben. Den ersten Platz hat Bernhard Hennen und Robert Corvus mit Silberflamme gemacht. Habe ich ja auch ein Video dazu gedreht. Könnt ihr euch gerne noch anschauen. Ich verlinke das mal unten. Dann zweiter Platz ist ein DSA-Roman, Rabenerbe von Heike Wolf. Und der dritte Platz ist von George R. R. Martin, Witz und Weisheiten des Tyrion Lannisters. Also ihr seht schon, Hennen Corvus, dann ein zweiter DSA-Roman und George R. Martin. Es ist einfach so, bei einem Publikumsverlag gewinnen dann meistens die Leute, die schon bekannt sind. Das ist ja ganz normal. Das ist halt ein bisschen ein Problem bei einem Publikumspreis. Man kann es ein bisschen vergleichen mit dem Spruch, wer reich ist, wird noch reicher. Also das heißt, wer bekannt ist, wird dann eben dadurch noch bekannter. Das ist, lässt sich nicht vermeiden beim Publikumspreis. Ist auch ganz okay. Ich gönne es allen Preisträgern, weil ich weiß, die Bücher sind ganz toll, vor allem Silberflamme, da kann ich auf jeden Fall sagen, super Buch. Falls ihr es noch nicht gelesen habt, lest es. Ich bin also nicht böse, dass ich nicht gewonnen habe. Für mich ist es ganz im Gegenteil, ganz, ganz toll, dass ich überhaupt nominiert war für den RPC Award. Denn das heißt, dass das Relikt der Verdreher, also habe ich ganz vergessen zu erwähnen, ich war mit dem Relikt der Verdreher nominiert. Das Relikt der Verdreher von einigen Leuten als toll empfunden wird. Und das finde ich super. Das bestärkt mich als Autor und vor allem auch, es ist ja eine Reihe, das Relikt der Verdreher soll eine Trilogie werden. Der zweite Teil ist ja auch schon fertig und wird demnächst erscheinen. Und das bestärkt mich als Autor natürlich auch besonders dann viel Arbeit und Mühe in den dritten Teil zu stecken, den so gut wie möglich zu machen und die Leute dann noch mehr zu überzeugen und sie noch mehr zu begeistern. Das wäre jetzt alles zu mir, zum schriftstellerischen Aspekt. Also wer sich für mich als Schriftsteller interessiert, der kann jetzt dann abschalten. Wer sich allgemein für Bücher interessiert, der kann natürlich gerne weiterhören. Ich freue mich, wenn ihr meine Videos anschaut und natürlich auch gerne kommentiert. Denn jetzt kommt der zweite Teil sozusagen des Schreibtischberichts und jetzt geht es mehr um die Sicht des Lesers auf den Monat Mai. Das heißt also, was habe ich als Leser so erlebt? Und da kann ich als allererstes mal sagen, ich habe ein schönes neues Buch bekommen und zwar, halte ich mal in die Kamera, von Andrea Bannert, muss ich spicken, Glyatomon, die Schlacht um die versunkenen Reiche.
Ja, Andrea Bannert hat sich bei mir gemeldet. Sie ist auch aus der Umgebung von München und hat gesehen, dass ich Rezensionsvideos mache und hat gesagt, hat mich gefragt, ob das nicht was für mich wäre. Und es hat mich doch interessiert und so hat sie mir das Buch geschickt. Das ist auch ein schickes Lesezeichen dabei. Ihr seht auch, ich bin auch schon auf Seite 43. Das heißt, ich habe auch schon reingelesen und werde euch hoffentlich demnächst auch ein Video dazu machen können. Um was geht es im Groben? Es geht um drei Studenten aus München, die, ich bin noch nicht ganz so weit, aber ich kann, glaube ich, schon verraten, dass sie auf irgendeine Weise, wie genau weiß ich noch nicht, weil ich es noch nicht gelesen habe, aber auf irgendeine Weise in ein Unterwasserreich geraten werden und in diesem Unterwasserreich toben Kriege und Konflikte und diese Studenten werden sicherlich in diese Kriege und Konflikte dann reingezogen werden. Also da bin ich schon sehr gespannt drauf und ich werde über Andrea Bannert, also beziehungsweise über dieses Buch dann sicherlich natürlich auch ein Rezensionsvideo drehen. Andrea Bannert wird auch im Drachenzirkel lesen. Wahrscheinlich im Oktober, das steht noch nicht ganz fest, aber ich habe sie schon eingeladen und sie sagt, sie möchte gerne. Wir müssen nur noch einen Termin finden, der dann wirklich fix ist. Also wahrscheinlich im Oktober wird sie im Drachenzirkel lesen. Ich verlinke euch unten mal den Drachenzirkel. Der Drachenzirkel hat jetzt auch auf meiner Homepage einen eigenen Bereich. Da werde ich auch immer die Termine versuchen, aktuell zu halten. Da werdet ihr die Podcast-Videos finden, die ich zusammen mit Lucian Caligo drehe. Da werdet ihr die Termine für die Lesungen in München finden. Und da werdet ihr auch die Lesungen finden, weil wir nehmen die Lesungen auch immer auf und stellen die online. Das heißt also, wer zum Beispiel zu weit weg wohnt von München, kann ich das verstehen, dass man nicht für eine Lesung, für, vielleicht sogar von einem relativ kleinen oder noch nicht so bekannten Autor, extra nach München fährt von Hamburg aus. Das ist absolut verständlich. Wir stellen die Lesungen online und wir stellen auch immer einen Link mit online. Das ist dann ein Affiliate-Link zu den Büchern des Autors. Wenn ihr also diese Lesung anschaut, euch das Buch gefällt und ihr sagt, okay, das Buch möchte ich gern kaufen, dann habt ihr immer einen Link zu Amazon. Da könnt ihr das Buch kaufen und da würdet ihr dem Autor was Gutes tun, wenn er seine Bücher unterstützt. Aber auch dem Drachenzirkel was Gutes tun, weil beim Affiliate-Link, wenn ihr über den Affiliate-Link einkauft, bekommt dann derjenige, der den Affiliate-Link reingestellt hat, immer noch ein paar Cents. Ihr müsst nicht unbedingt dieses Buch kaufen, es ist ganz egal. Wenn ihr auf einen Affiliate-Link klickt und dann auf Amazon was kauft, dann bekommt der jeweilige, also in dem Fall der Drachenzirkel, dann immer ein paar Cent. Also wenn ihr den Drachenzirkel unterstützen wollt, nutzt dieses System. Es kostet euch überhaupt keinen einzigen Cent mehr und ihr würdet den Drachenzirkel zum Beispiel ein bisschen unterstützen. Ihr findet auch Affiliate-Links immer unter meinen Videos. Da könnt ihr auch gerne draufklicken, wenn ihr sagt, okay, ich interessiere mich für dieses Produkt, möchte es vielleicht gerne kaufen und möchte gleichzeitig Dominik Schmellers Kanal noch ein bisschen unterstützen, würde ich mich natürlich auch riesig drüber freuen. So, jetzt habe ich schon genug über Klyatomon und den Drachenzirkel gequatscht. Kommen wir mal zu einem anderen Buch, das ich noch gelesen habe. Ich schaue gerade, wo ich es habe. Hier unten versteckt es sich. Darf ich die anderen Bücher nicht alle umschmeißen? Also, ihr müsst euch das so vorstellen, hier liegt doch ein Riesenstapel Bücher neben mir, den ich euch alles noch zeigen will. Also, ich habe ein Buch gelesen und zwar Reise zum Horizont. Ich halte es mal so in die Kamera. Ja, also das ist ein Abenteuerband von DSA und zwar der 100. Das 100. Abenteuer. Ich glaube, inzwischen sind wir so bei Abenteuer 220 oder sowas. Also falls ihr da firm seid, wie viele Abenteuer im Moment in DSA aktuell rausgekommen sind, schreibt es gerne mal in die Kommentare. Ich glaube, es sind auf jeden Fall über 200. Ich habe das jetzt einfach mal bei mir aus dem Regal rausgegriffen, weil ich habe gerade eben einen neuen Phileason-Band gelesen und rezensieren, und zwar den 5. Und da geht es auch um Schifffahrt. Ich werde ihn euch auch gleich nochmal in die Kamera halten. Und deswegen wollte ich einfach mal schauen, was ist denn Schifffahrt und DSA, was gibt es da so? Und Reise zum Horizont habe ich schon Ewigkeiten im Regal stehen und wollte es einfach mal lesen. Und jetzt war es endlich mal soweit. Und ich denke mir, ich kann euch da vielleicht auch ein bisschen was dazu erzählen, zu dem Abenteuer. Schreibt doch einfach mal in die Kommentare, ob euch das generell interessiert, weil ich lese mehr, als ich Videos mache. Das heißt also, ich lese auch ab und zu mal die Geo-Epoche oder ich lese auch mal ein DSA-Abenteuer oder sowas zwischenrein. Mach darüber aber keine Rezensionsvideos, weil ich bin jetzt erstmal auch nicht so der Geschichtsexperte und ich bin auch kein Journalist. Das heißt, ich mache Videos gerne zu Romanen, aber nicht so sehr zu anderen Publikationen, die ich trotzdem lese.
Ich würde jetzt einfach hier im Rahmen des Schreibtischberichts immer so ein bisschen darüber berichten wollen. Schreibt aber bitte mal in die Kommentare, ob euch das recht ist, das heißt, ob euch das interessiert und ob ihr vielleicht doch lieber eigene Videos auch zu den anderen Sachen haben wollt. Dann könnte ich vielleicht mir mal überlegen, ob ich nicht vielleicht zu sowas wie so einem DSA-Abenteuer, wenn ich das mal lese, auch mal ein Video dazu mache. Es ist halt hier immer schwierig, weil man darf halt auch nicht zu sehr spoilern oder man möchte nicht zu sehr spoilern. Gerade bei so Abenteuern, das ist halt doch was anderes wie ein Roman. Da geht es ja nicht ums reine Lesevergnügen, da geht es ja darum auch, dass man das eventuell in der Spielgruppe spielen möchte. Aber ich erzähle euch jetzt trotzdem ein bisschen was zum Reise zum Horizont. Also Reise zum Horizont ist ein Jubiläumsabenteuer, das merkt man auch. Das ist das, der Band 100 und die Autoren, also Thomas Finn und Anton Weste, die haben dort auch absichtlich immer wieder Querverweise zu älteren Publikationen von DSA eingebaut. Das heißt also, es kommen Meisterpersonen vor oder es werden auch Artefakte oder Dinge beschrieben und wieder oder spielen eine Rolle im Plot, die teilweise schon vor 30 Jahren in den ersten DSA-Publikationen drin waren. Also das ist auch ein bisschen so eine Reise in die Vergangenheit. Andererseits geht es darum, dass wir eben von Aventurien wegreisen wollen. Es wird vom Horasreich wird eine Expedition zusammengestellt, die ins Güldenland fahren soll. Und zwar, es gibt eine Güldenlandfahrerin, deswegen bin ich auf das Ding gekommen, weil ja Filiasson auch als Güldenlandfahrer bekannt ist. Und zwar heißt sie Harika von Betana, eine Kapitänin. Und die war eben auf Güldenlandfahrt. Und als sie zurückkam, will das Horasreich jetzt wieder noch eine zweite Expedition starten und die Helden werden dort mitmachen und jetzt geht es darum, dass man eben zusammen ins Güldenland reist. Das Ganze wurde damals verknüpft. Ich schaue mal ganz schnell, wann das rauskam. In den späten 90ern, glaube ich, oder? Ja, so 97. 97 und 2000 steht jetzt da drin. Ich weiß jetzt nicht genau, was das Veröffentlichungsdatum ist. Auf jeden Fall Ende der 90er, Anfang der 2000er. Und da kam dann eben diese Myranor-Box raus. Vielleicht erinnert ihr euch, diese gelbe Box, die ich mir selber nie gekauft habe, weil ich das immer ein bisschen komisch fand. Ich fand das immer super, dass dass das Güldenland eben so eine sagenhafte, ganz weit wegliegende Angelegenheit ist, wo irgendwelche Vorfahren mal hergekommen sind. Und ich fand das irgendwie immer blöd, dass das Myranor dann so beschrieben worden ist mit irgendwelchen Katzenmenschen und so weiter. Also ich selber habe damit nie gespielt, ich selber habe die Box nie gelesen, aber dieses Abenteuerreise zum Horizont ist sozusagen der Auftakt, weil man reist ins Güldenland, man reist nach Myranor und die Helden können dann eben dort in Myranor noch mehr Abenteuer erleben. Diese Abenteuer, die kann man dann eben aus der Box Myranor bekommen oder auch aus den Myranor-Abenteuern und dort dann eben das Ganze kombinieren. Das heißt also eine Abenteuergruppe aus Aventurien nach Myranor führen, ins Güldenland und dort dann weitere Abenteuer erleben. Finde ich als Konzept eigentlich ganz cool, weil man dann eben so ein bisschen der Outsider ist. Das heißt also, man hat Helden, die sich überhaupt nicht dort auskennen. Das passt ja genau, weil die Spieler sich dort ja auch überhaupt nicht auskennen. Und ja, das ist irgendwie eine spannende Geschichte, dass man dann so einen riesengroßen Kontinent hat, den man dann erkunden kann. Das fand ich eine ziemlich coole Idee. Wenn ich jetzt eine DSA-Spielgruppe hätte, die daran Interesse hätte, dann könnte ich mir sogar vorstellen, sowas zu machen. Aber es ist natürlich jetzt, ich meine, es ist fast 20 Jahre her, also die meisten Leute kennen natürlich inzwischen Myranor und da ist der Gag dann auch ein bisschen weg, würde ich sagen. Aber das Konzept damals, denke ich mal, ist gut angekommen. Vielleicht, es hat ja jemand von euch zufällig sogar damals dieses Abenteuer gespielt, dann schreibt es gerne mal in die Kommentare, würde mich interessieren, wie das bei euch so angekommen ist. Irgendwas wollte ich, glaube ich, noch zu Myranor erzählen, aber ist egal. Es gibt noch ein paar mehr DSA-Sachen, die ich im Mai mir gekauft habe. Das ist nämlich folgendermaßen. Ich beobachte ja DSA 5. Ich bin großer DSA 5-Fan, auch wenn ich gerade eben keine Spielrunde habe. Finde ich DSA 5 einfach schön gemacht. Mir gefallen die Bücher sehr gut und mir gefällt auch das Konzept dahinter eigentlich ganz gut. Ist natürlich nicht alles perfekt, aber das ist jetzt eine ganz andere Geschichte. Und ich habe natürlich den F-Shop, also den Shop von Ulysses, immer wieder verfolgt, was da für neue Sachen rauskam. Habe mir die aber nicht bestellt. Jetzt habe ich aber im Mai gedacht, ach, jetzt kannst du noch mal wieder so ein paar DSA-Sachen bestellen und habe dann einfach
kurz entschlossen alle möglichen DSA-Sachen bestellt, die jetzt in den letzten, ich glaube, so 1,5 Jahren oder so auf den Markt kamen. Und dann zeige ich euch einfach mal, was das so ist. Also einerseits ist es ein Abenteuer, und zwar ein zweiteiliges Abenteuer. Zeichen der Macht und Bündnis der Wacht. Nee, doch, Zeichen der Macht und Bündnis der Wacht. Donnerwacht 1 und 2. Ich habe es jetzt noch nicht gelesen. Es geht, soweit ich weiß, so ein bisschen um das Sveltal, also den Sveltjenstättebund. Gott, das wäre ein Zungenbrecher. Ja, finde ich an sich ein cooles Setting. Ich fand diesen Sveltjenstättebund, Gottes Willen, den fand ich immer richtig cool. Damals schon in dieser Nordland-Trilogie, diese Computerspiele, die da rauskamen, da hat man ja auch im Teil 2 Schicksalsklinge, nee, Sternenschweif war der zweite Teil, da spielt man ja auch im Sveltjenstättebund, und das fand ich damals schon ein ziemlich cooles Konzept. Ich werde es auf jeden Fall lesen, und wenn Interesse besteht, werde ich da vielleicht auch ein Video dazu machen, ein bisschen was dazu erzählen. Schreibt es ruhig mal. Dann ein Solo-Abenteuer, relativ neu erschienen, der Rote Schlechter. Solo-Abenteuer sind natürlich für mich super, weil ich im Moment keine DSA-Gruppe habe, kann ich das alleine spielen. Und Sebastian Thurau kenne ich auch, also nicht persönlich, aber hat ja schon einige Sachen gemacht in der Richtung. Diese, ich weiß nicht, wie die Reihe nochmal hieß, die Schwarze Eiche, glaube ich. Das waren, glaube ich, 3 Solo-Abenteuer, die waren ziemlich gelungen. Ich hoffe, dass das ähnlich gut ist. Rote Schlechter, denke ich, geht um Chor oder sowas Ähnliches. Also so Söldner-Abenteuer mit Chor eventuell. Naja, also würde mich auf jeden Fall interessieren und freue mich schon drauf. Dann sind noch ein paar Gruppenabenteuer dabei, und zwar einmal Unbezwingbare Wut. Unbezwingbare Wut spielt jetzt in Almada. Almada ist jetzt ein Teil von Aventurien, den ich selber nicht so gerne mag, weil ich einfach so mit so Spanien und Toreros und Stierkampf und so bin ich nicht so, ist nicht so meine Welt, aber ich denke mir, ist trotzdem ein interessantes Abenteuer. Also ich fand den Titel ganz interessant. Unbezwingbare Wut, das klingt so wie ja, irgendwie so ein Fluch dahinter oder irgendwas. Also ich kann euch dazu wenig sagen, weil ich lese an sich normalerweise keine Klappentexte, weil ich mich nicht gerne spoilern lassen will. Und das hat sich so eingebürgert, sodass ich nicht mal bei Sachen Klappentexten lese, bei denen es eigentlich egal wäre. Hier steht Reiseabenteuer, Spurensuche mit mystischem Hintergrund, Wissen, Witz und gut polierte Klingen. Also hört sich auf jeden Fall lustig an. Werde ich mir auch anschauen. Dann haben wir etwas im Horrorsreich, und zwar ein Tod in Grangor. Ja, Grangor ist ja das Venedig Aventuriens sozusagen. Und Marco Findeisen ist ja auch bekannter Name. Das heißt, das ist eher ein Krimi-Abenteuer. Bin ich auch gespannt drauf. Was ich auch ganz cool fand, wenn man schon die erste Seite aufblättert, dann hat man oben schon so einen ganz schönen Plan hier. Ich hoffe, ich verrate jetzt nicht zu viel. Ich hoffe, das ist jetzt kein Riesenspoiler. Aber hier ist schon mal auf jeden Fall ein ganz cooler Plan. Und da geht es, glaube ich, irgendwie um Kämpfe, weil da kann man so Sachen machen wie den Rapier nehmen oder die Büste werfen. Das fand ich schon mal ziemlich lustig. Also freue ich mich auch drauf. Dann ein Abenteuer, das es in einem Setting spielt, das ich sehr, sehr gerne mag, und zwar die Streitenden Königreiche, Ewiger Hass. Ja, Ewiger Hass, genau. David Schmidt sagt mir jetzt nichts als Name, ist ein bisschen an mir vorbeigegangen, vielleicht ein neuer Autor, oder ich habe bis jetzt noch nichts von ihm gelesen, kann auch sein. Auf jeden Fall geht es hier so ein bisschen um den Zwist der Streitenden Königreiche, warum sind Nostria und Andergast verfeindet. Wurde ja in der Regionalspielhilfe um Andergast und Nostria so ein bisschen auch thematisiert. Deswegen interessiert mich das natürlich besonders, das Abenteuer. Ja, jetzt kommen wir zu den gebundenen Abenteuern. Da haben wir einmal Niobaras Vermächtnis. Das ist auch ein ziemlich cooles Cover. Wenn ihr mal genau hier oben schaut, dann seht ihr, dass diese Sterne da alle in einer Reihe stehen. Das wird bestimmt eine Rolle spielen in diesem Abenteuer, denn es ist ein Rätselabenteuer. Ein Reise- und Rätselabenteuer. Es ist so ein bisschen so eine Schnitzeljagd durch Aventurien. Und man sieht schon auf der Hinterseite, kann ich euch ja auch mal zeigen, da sieht man ja immer die Karte von Aventurien, und sie ist grau und bunt. Also grün ist das der Teil Aventuriens, in dem dieses Abenteuer spielt. Und da haben wir hier eben verschiedenste Bereiche Aventuriens, die hier bunt sind. Das finde ich immer ganz interessant. Also wir reisen sozusagen so ein bisschen durch Aventurien und versuchen das zu erforschen. Auch interessant. Für 3 bis 5 rätselfreudige Helden steht da drauf. Also das finde ich auch, ja, klingt nach etwas, das mir gefallen könnte. Leider habe ich im Moment keine DSA-Gruppe mehr. Schade eigentlich, fällt mir gerade so ein. Ja, jetzt muss ich hier ein bisschen rumblättern, weil ich habe noch ein Hardcover-Abenteuer, Verräter und Geächtete.
Das ist jetzt von drei Autoren, Nikolai Hoch, Marie Mönkemeyer und Alex Spohr, weil das nämlich drei Abenteuer sind. Das ist also so ein bisschen so eine Abenteuer-Anthologie. Das eine Abenteuer Himmelsfeuer, das kennt man eventuell schon. Das ist von Alex Spohr. Und da wurde eben, da kommt ein riesengroßer Quenpedrill-Komet auf Havanna herab und da geht es darum, den zu bergen. Das wurde nämlich, ich glaube, als DSA 5 so ein bisschen vorgestellt wurde, da gab es auch ein Video oder mehrere Videos sogar dazu, wo dieses Abenteuer gespielt worden ist. Das hat mich interessiert, das nochmal anzuschauen, deswegen habe ich mir das auch bestellt. Ihr seht schon, ich habe einige DSA-Sachen bestellt. Weiter geht's mit Aventurischem Bestiarium 2. Ist natürlich vor allem für Meister interessant. Hier sind dann so Tiere drin und da kann ich euch vielleicht mal mein Lieblingstier, falls ich das auf die Schnelle finde, das ich am lustigsten fand. Also das Bestiarium Teil 1 habe ich natürlich auch und Bestiarium Teil 2, das ist natürlich als Schriftsteller an sich auch ein bisschen interessant und man kann sich so ein bisschen auch einen Überblick verschaffen, was gibt es denn so für Tiere in Aventurien und da kann man sich ja auch ein bisschen Inspiration holen für seine eigenen Romane. Jetzt muss ich mal gucken. Ah, da ist er. Genau. Das ist der Talon. Schaut mal hier. Das ist der Talon. Versuch's mal so zu halten, dass es nicht spiegelt. Ich finde den total lustig, wie der gezeichnet ist. Also, das ist das Bestiarium. Dann habe ich mir noch die Aventurische Magie 2 bestellt, die ja auch den RPC Award in Kategorie Rollenspiel gewonnen hat. Und das Aventurische Götterwirken, damit hier auch die Weiten ein bisschen abgedeckt sind. Und was ich mir auch bestellt habe, was mit Abstand das teuerste war, ist diese schöne Box. Schaut schon ziemlich cool aus, ne? So eine Leinenbox. Und was ist da drin? Ich zeig's euch mal. Also, das ist die Box zur Siebenwindküste. Das heißt also, hier sind alle Produkte drin, die irgendwie mit der Siebenwindküste zu tun haben. Wir haben hier einmal so ein Kartenset. In den Kartensets sind dann eben Spielkarten drin, die man benutzen kann als Gedächtnisstütze für irgendwelche Werte. Dann haben wir das Heldenbrevier. Oder Heldenbrevier, wie auch immer man das aussprechen will. Reisebericht, das ist so ein kleiner Mini-Roman, in dem es vor allem darum geht, eben diese Orte da zu entdecken. Eine CD, das Fernklang, die gibt es auch zur Box von den Streitenden Königreichen, fand ich damals schon ziemlich cool. Würfel und dann eben die Regionalspielhilfe, die Siebenwindküste, Albernia und der Windtag. Und da ist dann natürlich auch eine Karte drin und da sind dann ja die Einzelheiten eben zu dieser Region. Ist natürlich auch wichtig, wenn man in dieser Region spielen will. Und ich dachte mir, vielleicht kann ich mir da auch an sich so ein paar Inspirationen holen. Dann noch ein Abenteuer, welche der Feenpforte und die Rüstkammer der Sieben Windküste. Gerade sowas wie die Rüstkammer ist natürlich aus Auto auch sehr cool, weil da kann man sich mal anschauen, wie schauen denn die Waffen so aus, über die man so schreibt. Und die Landkarten. Es gibt natürlich Landkarten-Sets und ich liebe diese Landkarten-Sets. Gerade diese neuen Landkarten, diese neuen aufgemachten Landkarten, die finde ich einfach super. So, wieder alles einpacken. Wunderbar. Also, das war dieses Set. Und da komme ich auch schon zu einem Punkt, den ich auch noch besprechen wollte. Also das ist das Set zu Siebenwindküste. Ziemlich cool. Es gibt nämlich im Moment ein Crowdfunding zu Havanna. Havanna als Stadt. Und bei dem Crowdfunding habe ich auch mitgemacht. Und ich habe mir auch schon alle Zusatzprodukte geholt, außer den Roman In den Nebeln Havanas, weil den habe ich nämlich schon. Den kann ich auch mal in die Kamera halten. So sah der Original aus In den Nebeln Havanas von Daniel Jödemann. Damals 9 Euro von Fanpro. Ich schau mal kurz, wann der rauskam. Der kam raus 2007. Also ist eigentlich noch gar nicht so lange her. Ich dachte, es wäre länger. Also den habe ich schon gelesen. Ich habe nämlich mal einige Abenteuer schon in Havanna gespielt mit meiner damaligen DSA-Gruppe. Zum Beispiel Tödlicher Wein. Wird ja jetzt auch neu aufgelegt im Rahmen der, dieses Havanna Crowdfundings. Und war eigentlich ganz lustig. Ich schaue gerade Daniel Jödemann. Den habe ich nämlich, den Namen hatte ich vorher noch nicht gehört, aber der hat offensichtlich einige. Ne, hier steht In den Nebeln Havanas, das ist der erste Roman von Daniel Jödemann.
Aber er hat schon an einigen DSA-Produkten mitgemacht, sehe ich gerade. Einige Abenteuer zum Beispiel und so weiter. Gut, also Filiasson Crowdfunding läuft gerade noch, 2 Wochen jetzt. Also jetzt gerade Stand Anfang Juni, läuft es noch ungefähr 2 Wochen. Ich bin gespannt, wo es alles noch hinläuft. Und wenn die Produkte mal fertig sind, halte ich sie euch natürlich auch in die Kamera, sobald ich sie bekomme. Aber es wird noch sicherlich einige Zeit dauern. Wenn wir gerade bei DSA sind, ich habe diesen Roman gelesen, Schlangengrab. Ist ja offiziell eigentlich, naja, wie kann man das nennen? Ist es jetzt offiziell ein DSA-Roman oder ist es offiziell kein DSA-Roman? Es steht hier nirgendwo DSA drauf. Es steht auch nirgendwo das schwarze Auge oder irgendwas Ähnliches drauf. Ich schaue gerade mal, ob irgendwo Aventurien steht, aber ich sehe das Wort, ach, da steht Aventurien. Okay, zumindest. Und wir haben natürlich hier im Inneren eine schöne Karte von Aventurien. Das ist natürlich auch immer ganz wichtig. Also es ist definitiv ein DSA-Roman, auch wenn es von Heine verlegt wird und nirgendwo DSA draufsteht. Tolles Buch. Schaut gerne meine Rezension an, verlinke ich euch auch mal unten rein. Und ja, ich bin einfach Fan von der Reihe. Die Reihe ist super, die Reihe fand ich als Abenteuer schon cool. Ich habe sie zwar nie gespielt, wäre mir, glaube ich, als Spielleiter und auch als Spieler so ein bisschen zu langatmig gewesen. Aber die Bücher sind einfach top, muss man einfach sagen. So, was habe ich mir noch aufgeschrieben? Neues Video von mir, Filiasson, habe ich gerade erzählt. Ja, genau, Filiasson, Teil 6. Das ist ja Teil 5, Schlangengrab ist Teil 5. Teil 6 wird im Oktober, soweit ich weiß, erscheinen. Und das Cover dazu finde ich schon ziemlich cool. Also hier hinten in Schlangengrab ist ja nur ein schwarz-weißes drin. Das schaut nicht so toll aus. Ich blende euch mal ein buntes ein. Das ist schon echt richtig, richtig cool geworden. Also mit diesem Rot und so. Also Schlangengrab hat auch schon ein cooles Cover mit dieser Seeschlange drauf. Ich zeige es euch nochmal schnell. Tadada. Also das ist schon auch ziemlich cool. Aber Totenmeer hat einfach noch ein besseres Cover. Das Cover zu Teil 7 ist auch schon raus. Ist Rosenblüten? Nee. Ach, ich zeige euch einfach mal das Cover, da steht der Titel auch drauf. Ich habe den Titel jetzt leider gerade nicht im Kopf. Das müsste dann, wenn der Turnus so bleibt, im März 2019 rauskommen. Ich kenne ja Leute, die beschweren sich drüber, dass die Romane zu langsam rauskommen, aber ihr dürft nicht vergessen, das sind 600 Seiten Romane. Das heißt also, auch wenn es 2 Autoren sind, bedeutet das für jeden Autor ein 600 Seiten Roman pro Jahr, neben den anderen Romanen, die sie selber schreiben. Also Robert Corvus schreibt ja noch seine Science-Fiction-Romane, er schreibt für Perry Rhodan, er schreibt selbst noch eine Fantasy-Reihe gerade, Berg der Macht, glaube ich, heißt sie, die demnächst erscheinen wird. Und Bernard Hennen schreibt auch, die Chroniken von Azur sind ja gerade rausgekommen. Ich weiß nicht, ob die Elfensaga noch weitergeführt wird, also auch Bernard Hennen ist gut beschäftigt. Und ich finde es einfach super, dass die das wirklich schaffen, 2 600-Seiten-Romane in dieser Qualität pro Jahr noch zusätzlich rauszubekommen. Hut ab, wirklich. Und dann, wer sich da noch beschwert, der sollte wirklich das einfach mal selber auch mal machen, selber mal versuchen, vielleicht einfach nur 30 Seiten Roman zu schreiben und mal schauen, wie lange er dafür braucht und ob das dieselbe Qualität hat. So viel dazu. So. Ja, muss auch mal gesagt werden. Was wollte ich noch sagen? Das habe ich alles gesagt. Ja, genau. Wir sind fast am Ende angelangt. Also wenn ihr bis hier durchgehalten habt, Respekt. Ich habe ein super Video entdeckt. Und zwar von Florian Jung von Creepy Creatures Reviews. Ein YouTube-Kanal. Ich verlinke das auch mal. Ich verlinke den Kanal mal unten und ich verlinke mal das Video unten. Und zwar Fantastische Literatur oder Wo sich die Geister scheiden. Heißt das Video. Und das, wir haben zusammen mit Florian eine Folge aufgenommen über Eskapismus. Also ich zusammen mit Lucian Caligo, wir machen ja den Podcast Drachenhöhle und in diesem Podcast haben wir Florian eingeladen und haben mit ihm über Eskapismus gesprochen. Die Folge über Eskapismus verlinke ich euch auch mal unten. Und ja, da habe ich in dem Zuge auch ein bisschen recherchiert, weil Florian Jung ja auch einige Videos macht. Also Videos ist so ein bisschen nichts sagen. Das hier ist jetzt gerade ein Video, wo so ein Typ sitzt und labert. Ja? Aber dieses Video, das ich meine, das ist nicht einfach ein Video, das ist eine Reportage. Und die muss ich auch nicht verstecken, diese Reportage. Die ist sicherlich also auch nicht schlechter und also definitiv auf demselben Niveau wie die Sachen, die so auf dem ARD oder ZDF laufen. Ja? Schaut euch das Video an. Fantastische Literatur oder Wo sich die Geister scheiden. Ich bin mir ganz sicher, das Video wird euch gefallen. Versprochen. Es geht darum,
warum fantastische Literatur bei uns in der Gesellschaft oder vor allem auch bei den Literaturkritikern, das heißt also die Leute, die sich beruflich mit Literatur oder hoher Literatur beschäftigen, warum die Fantastik immer so ein bisschen schief angeschaut wird. Darum geht's. Und das passte eben sehr gut zu dem Thema, das Lucia und ich besprechen wollten, nämlich Eskapismus. Eskapismus bedeutet, dass Leute deshalb lesen möchten oder manche Leute deshalb lesen, weil sie den Alltag vergessen möchten und einfach so ein bisschen sich fallen lassen möchten in eine neue Welt, in eine abenteuerliche Welt, in ein Abenteuer, das sie zusammen mit anderen Helden erleben können. Und wir haben so ein bisschen drüber diskutiert, ob das was Schlechtes ist oder nicht. Und das passt eben sehr gut zusammen mit dem Video, das Florian gemacht hat. So, damit wäre ich am Ende meines heutigen Schreibtischberichtes. Bin mal gespannt, wie lang das Video jetzt am Ende geworden ist. Ich schätze mal ziemlich lang. Aber schreibt gerne mal in die Kommentare, wie es euch gefallen hat, was ich vielleicht anders machen soll. Bin da gerne auch für eure Vorschläge offen. Denn das ist ja ein neues Format, dieses Schreibtischbericht. Und ich bin da sehr gespannt, wie das bei euch draußen so ankommt. Ja, das war's von mir. Ich wünsche euch wie immer genug Muße zum Lesen. Euer Dominik Schmeller.